Artikelnummer SCP-259, Objektklasse Keter, Sonderverwahrungsverfahren. Eine einzelne Kopie eines Computerprogrammes, welches in der Lage ist, SCP-259 zu generieren, ist auf einer Compact Disc in der Hochsicherheitsverwahrkammer von Standort 25 zu lagern. Da CDs, welche SCP-259 enthalten, in der Regel während Experimenten zerstört werden, dürfen zusätzliche Kopien für genehmigte Versuche angefertigt werden. Das mobile Einsatzkommando Gamma 10 ist in Bereitschaft, alle Exemplare von SCP-259 außerhalb des Foundation-Besitzes zu finden und zu neutralisieren. Nicht autorisierte Medien, welche SCP-259 enthalten, oder Produktionsmittel für besagte Medien sind sofort zu zerstören. Beschreibung: Bei SCP-259 handelt es sich um das Bild eines Fraktals, welches als die Weisenglasspirale bekannt ist. Eine vollständige Erzeugung von SCP-259 fungiert als eine Einstein-Rosenbrücke, da sie ein Portal zu einem unbekannten Ort öffnet. Die damit erreichten Orte scheinen von der Größe und Orientierung der Darstellung abhängig zu sein und beinhalten: Ein Gebiet gefüllt mit hocherhitztem Plasma, geschätzte Temperatur von 20 Millionen Kelvin, siehe Zwischenfall K-259-1. Ein Gebiet, welches von giftigen Kakerlaken bevölkert wird, unbekannte Spezies, Gewicht ca. 2 Kilogramm, siehe Zwischenfall K-259-2. Weltraum, Ort hat eine geschätzte Entfernung von redigiert Kilometern zu einem schwarzen Loch. Siehe Experiment X-259-2. Ein Gebiet, welches möglicherweise in Zusammenhang zu Dimensionen steht, die von SCP geöffnet wird. Siehe Experiment X-259-3. Mathematiker der Foundation arbeiten daran, festzustellen, warum dieses spezifische Fraktal anormale Eigenschaften aufweist und ob andere, ähnlich anormale Bilder existieren. Auf Anweisung der O5 muss jedes Rendern eines Bildes, welches mit SCP-259-Experimenten zu tun hat, mindestens Meter von bewohntem Gebiet stattfinden. Nach Zwischenfall K-259-1 wurden 41 Exemplare einer CD, die in der Lage waren, SCP-259 zu rendern, von der Webseite .com konfisziert und es wurde eine öffentliche Warnung ausgegeben, dass die CD mit dem Titel 100 spaßige Fraktale zum Selberdrucken einen bösartigen Virus enthält, der den verwendeten Computer zerstört. .com behauptete, dass sie die CDs in einem Insolvenzverkauf eines Vertriebspartners erstanden hatten. Der Foundation ist es nicht gelungen, den ursprünglichen Produzenten ausfindig zu machen. Es wird zurzeit untersucht, ob SCP-259 zufällig oder mit Wissen um seine anormalen Eigenschaften verbreitet wurde. Zwischenfall K-259-2 macht deutlich, dass SCP-259 mit böswilliger Absicht benutzt wird. Die Foundation arbeitet weltweit mit Antiterroreinheiten zusammen, um SCP-259 den Besitz der für den Zwischenfall verantwortlichen Organisation zu entziehen. Anhang: Zwischenfall K-259-1. Am 2018 wurde ein Wohnheim der Universität durch eine Explosion, ein Feuer, zerstört. Die örtlichen Autoritäten waren verblüfft von den Zuständen im Zentrum der Katastrophe, die denen bei der Detonation einer kleinen fusionsbasierten Bombe ähnelten. Der Student wurde wie andere vollständig vaporisiert. Von diesen hinterließen mehrere einen Schattenabdruck auf den nächstgelegenen Wänden. Die Befragung von Überlebenden deutet darauf hin, dass mit einer CD aus seinem Zimmer verschwunden ist, die er von .com bestellt hatte, um, Zitat, mit ein paar Fraktalen zu spielen. Dies führte schließlich zur Entdeckung eines auf der Seite zum Verkauf stehenden Programms, welches in der Lage war, SCP-259 zu generieren. Zwischenfall K-259-2. 2018. Ein etwa 10x10 Meter großes Bild von SCP-259 erscheint auf einem Diamond Vision Bildschirm während eines Fußballspiels im Stadion außerhalb von. Es befanden sich etwa 60.000 Besucher im Stadion. Überlebende berichten von einer großen kreisförmigen Anomalie vor dem Bild und von, Zitat, herausströmenden, giftigen Kakerlaken. Diese griffen jeden in Reichweite an. Es gab etwa Verluste. Der Zwischenfall wird als selbsteindämmend eingestuft, da die Insekten nicht länger als 2 Stunden in der irdischen Atmosphäre überleben können. Die Kakerlaken haben ein durchschnittliches Gewicht von 2 Kilogramm und gehören keiner terrestrischen Spezies an. Mehrere lebende Exemplare wurden durch Foundation MEKs eingesammelt und als SCP klassifiziert. Sie werden momentan in Standort in einer künstlichen Atmosphäre mit einem 35%igen Anteil von Sauerstoff gehalten. Die Organisation beanspruchte später die Verantwortung für das Bild. Eine massenhafte Verteilung von Anästhetika war notwendig, um das öffentliche Wissen über diesen Vorfall teilweise zu unterdrücken.
Experiment X-259-1. Ein akkubetriebener Computer wurde in einem unbewohnten Gebiet Wüste aufgebaut, um ein Bild der Weisenglasspirale zu erzeugen. Ferngesteuerte Kameras und Sensoren wurden aufgestellt, um die Ergebnisse zu beobachten. Foundation-Mitarbeiter beobachteten aus sicherer Entfernung. Nach Vervollständigung des Bildes erschien eine kreisförmige Region vor dem Computer mit einem Durchmesser von etwa einem Meter. Die Region emittierte ein blendend weißes Licht, auf welches der Ausstoß von Supereis im Plasma folgte. Das Plasma expandierte in ein Volumen von Kubikmetern und löste sich anschließend auf. Berücksichtigt man die Interferenz durch das Gebäude in Zwischenfall K-259-1, so verhält sich dies in Einklang zu den beobachteten Schäden. Dr. hält es für bemerkenswert, dass SCP-259-Effekt auftrat, ohne eine direkte Beobachtung durch Menschen. Experiment X-259-2. Experiment X-259-1 wird wiederholt. Die Größe der erzeugten Spirale wurde allerdings verdoppelt. Nach Vervollständigung des Bildes erschien ein schwarzes Portal mit etwa 3 Metern Durchmesser. Die gesamte Materie innerhalb von Metern wurde in dieses Portal gezogen. Die steht im Einklang mit einem bis dahin nicht erklärten Zwischenfall in bei dem nach Zeugenberichten ein Mehrfamilienhaus implodiert und verschwunden sei und ein Loch hinterlassen wurde. Experiment X-259-3. Die Generierung einer invertierten Version von SCP-259. Und das Gebiet unter Quarantäne gestellt. Eine Verwahrung von mehreren Exemplaren von SCP steht noch aus.